Siehst du, dass dieser Magnet eine rote und eine grüne Seite hat? Da sind wir jetzt schon beim Thema Nordpol und Südpol, und zwar aus dem Bereich der Physik. Was es damit auf sich hat, zeige ich dir in diesem Video. Zunächst einmal, wenn ich hier von Nordpol und von Südpol rede, dann meine ich nicht das auf der Erdkugel, also oben und unten, sondern ich meine die magnetischen Nordpole und Südpole. Die werden einmal in Rot und einmal in Grün gekennzeichnet. Ich zeichne das Ganze mal an die Tafel. Also wir haben einen Magneten. Ich habe jetzt mal einen Magneten in Form eines Us genommen. So, und dann haben wir eine rote und eine grüne Seite. Also eine rote und eine grüne Seite. Also einmal rot, einmal grün, kann man natürlich auch umdrehen, spielt keine Rolle. Also eine rote und eine grüne Seite. Die rote Seite, also die rote Seite wird mit Nordpol bezeichnet oder einfach kurz einem N. Und die grüne Seite, das ist der Südpol, abgekürzt mit einem S. Jetzt gibt es die Möglichkeit, noch einen zweiten Magneten oder einen dritten Magneten an diesen hier dran zu halten. Das mache ich mal hier drüben. Also ein Magnet kann die Form eines Us haben, es kann allerdings auch einfach ein Stabmagnet sein, also einfach ein Stab. So, hier links mal ein Magnet und hier rechts auch. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen, die Seite hier sei rot, dann ist die andere grün. Und hier machen wir mal mit die grüne Seite und hier die rote Seite. Warum das Ganze? Nun, es ist so, dass gleiche Pole sich abstoßen. Also rot und rot stößt sich ab. Das heißt, hier hätten wir ein Abstoßen. Würde man diese beiden Magnete hier zusammenbringen, würden sie versuchen, sich gegenseitig abzustoßen. Umgekehrt, die grüne Seite und die grüne Seite, die würden sich ebenfalls abstoßen. Also hier hätten wir ebenfalls ein Abstoßen. Machen wir es mal umgekehrt. Also wir haben hier noch einen Stabmagneten und hier noch einen Stabmagneten. Und jetzt machen wir hier rot und hier. Und hier und hier grün. Rot und grün, also Nordpol des einen Magneten und Südpol des anderen Magneten, die würden sich anziehen. Und umgekehrt, grün und rot, Südpol des Magneten und Nordpol des anderen Magneten, die würden sich auch anziehen. Also hier hätten wir ein Anziehen. Anziehen. Bei beiden. Also einmal hier und einmal hier. Das heißt, gleiche Pole, zweimal rot, stößt sich ab. Gleiche Pole, zweimal grün, stößt sich ab. Sind hingegen rot und grün oder grün und rot im Einsatz, also rot an grün oder grün an rot, dann gibt es ein Anziehen. Das waren jetzt einige Grundlagen zum Magnetismus. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, dann schau hier mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.